Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er einmal auf dem Markt von Medina durch die verschiedenen Stände oder an den verschiedenen Ständen vorbeiging, schaute er sich einen Gemüsestand an. Und er schaute sich das Gemüse an, tat seine Hand in den Korb und er merkte, dass seine Hand plötzlich feucht war. Und das Gemüse, was unten war, matschig war und nass war, während das Gemüse, was oben war, im Korb einwandfrei war. Und er fragte den Mann, Ma hadha, ya Rajul, was ist das? Und er sagte, es hat geregnet und es ist deswegen ein bisschen nass geworden und matschig geworden. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sprach, warum hast du nicht das, was nass geworden ist, nach oben getan, sodass die Leute sehen, was sie kaufen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann seine berühmten Worte von sich gab, Man rashana falaysa minna. Wer uns betrügt, wer betrügt Man rashana, im Allgemeinen verschiedene Versionen dieser Überlieferung, der gehört nicht zu uns. Das funktioniert nicht. Und deswegen Allah, er hat eine Sura herabgesandt, eine Sura. Nur in Bezug auf Menschen, die betrügen im Handel. Welche Sura ist das? Weiß jemand, welche Sura das ist? Eine ganze Sura. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Guck mal, wie Allah Ta'ala diese Sura beginnt. Ja? Wehe den Maßkürzenden, so haben sie es gesagt. Maß, Verkauf, ja? Du verkaufst etwas. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, sich volles Maß geben lassen. Ja? Ich muss immer alles korrekt bekommen. Dass mich jemand betrügt, kommt nicht in Frage. Ich will mal ein bisschen mehr haben. Aber umgekehrt, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Wenn sie ihnen aber zumessen oder wägen, also etwas sozusagen aufwiegen, Verlust zufügen. Und jetzt guck mal, die Worte, harte Worte, Worte, die Angst machen. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden, لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, zu einem gewaltigen Tag. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Am Tag, der die Menschen sich um das Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Boah. Und was kommt jetzt? Kella. Guck mal, über wen jetzt Allah spricht. Kella. Keineswegs. إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ. Das Buch der Sittenlosen ist wahrlich in Sijjin. Boah. Unglaublich, oder? Allah, er offenbart eine Sura nur in Bezug auf was? Nur in Bezug auf den Betrug. Und es gibt sogar ein Volk, welches Allah Ta'ala vernichtet hat aufgrund des Betruges. Unter anderem. Ja, welches Volk ist das von Al-Aika? Shu'aib. Das Volk von Shu'aib. Und dementsprechend eine der Verträge, die ich einhalten muss, und die Abmachung, an die ich mich halten muss, ist was? Dass ich, wenn ich jemandem etwas verkaufe oder mit ihm einen Handelsvertrag habe, dass ich mich daran auch halte. Aber wie oft kommt es heutzutage vor, dass Menschen betrügen? Und insbesondere auch Partner untereinander, wenn es eine Firma gibt, eine Partnerschaft gibt, dass der eine den anderen betrügt. Oder dass jemand bei jemandem anderen arbeitet, ja, in der Dönerbude, ja, und dann immer die Kasse ausraubt, jeden Tag mal 20, 30 Euro. Oder umgekehrt, dass jemand einen Arbeitnehmer hat und ihm sein Geld nicht am Ende des Monats gibt. Alles Dinge, die tagtäglich passieren hier in Berlin. Tagtäglich. Wie oft habe ich schon gehört, dass Leute ihr Gehalt nicht bekommen haben? Übers Ohr gehauen, Pech gehabt, kriegst du nicht. Wie oft habe ich schon gehört, dass irgendwelche Dönerbudenbesitzer oder Restaurantbesitzer sich darüber beschweren, dass ihre Mitarbeiter alle klauen und unehrlich sind. Sehr, sehr oft. Wie oft habe ich schon gehört, dass Menschen, ja, wenn sie irgendwie ein Auto kaufen, betrogen werden. Dass am Kilometerstand gespielt wird und weiß ich nicht was. Ja? Und die dann die Autos verkaufen. Ja? Hat nur 50 Kilometer runter, obwohl er schon 150.000 runter hat. Betrug! Das ist Betrug, das ist genau das. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwarnt dich davon. Deswegen, ja, ayyuhal ladhina amanu, aufu bil uqud. Haltet euch an eure